Auftrag von Becker wird zwei Mittag werden. Auftrag Sampras. Von der Zeremonie. 15 Uhr. Herzlich willkommen. Spielen Sampras. Becker führt 5:3. 5:3. Ich meine, da hat Becker schon bei 30:0. Ich will nicht sagen abgeschenkt, aber ein bisschen nachgelassen, um sich jetzt ganz auf sein eigenes Aufschlagspiel konzentrieren zu können. War ein guter Aufschlag von Becker. Becker war überrascht, dass da Sampras überhaupt noch rankam. Hat im Grunde schon diesen Ballwechsel abgeschlossen. Das Teilziel ist fast erreicht. Zweimal Satzball für Becker. Sagt sich, ja, zwei Sätze werden sowieso noch gespielt, dann gehen wir mal draußen was naschen. Deswegen ein bisschen Unruhe in der Halle. Dritter Satz, Sampras schlägt auf. Dem Zyklopen wird die Aufschlaglinie gemessen. Allerdings muss die Maschine immer noch von Menschenhand eingeschaltet werden, denn ansonsten wird sich ja jedes Mal, wenn ein Spieler sich durch diesen Infrarotstrahl bewegt, es piepen.
30-15. 30-15. Reines Rückhandduell, dieser dritte Punkt im ersten Spiel des dritten Satzes, bis Becker dann die Geduld verliert und den Fehler macht. Wenn Sampras über den zweiten Aufschlag kommen muss, hat Becker seine Chance, ist auch eben sehr energisch, sehr wuchtig rangegangen, früh in den Ball mit der Rückhand. Ass, ja, korrekte Entscheidung. Ass Nummer 6 für Pete Sampras und das erste Spiel. Also Sampras ja auf jeden Fall in diesem Jahr in Hannover. Erster Aufschlag, Becker, dritter Satz. Gut platziert, dieser Rückhand-Volley eingesprungen von Becker. 30-0. War draußen, ja. Gute Länge von Becker jetzt. Spielt nicht zu schnell, überpaced nicht. Das gibt Sicherheit zu Null Spiel und zum Abschluss dieses Spiels auch noch das 14. Ass. Becker kriegt so ganz langsam, habe ich das Gefühl, in den Griff dieses Finale.
30 love. Ja, genau auf die Linie satt. Spielzeit zu 15 dieses.